Und auf jeden Fall besser als blöde Bücher zu suchen. Ich hatte gute Arbeit geleistet und alles getan, was Carla von mir verlangt hatte. Nein, nicht wirklich. Das Basketballspiel war jetzt genau das Richtige, um zu relaxen und eine Rechnung mit Jeffrey zu begleichen. Es nimmt einfach irgendwie die Spannung. Ich zieh dich ab, Alter, ich schwöre. Am besten noch mit dem Analogstick irgendwie groß zielen. Das wäre so ein richtig tolles Minispiel. Okay, $200 Einsatz. Der zuerst 10 Punkte macht, gewinnt und kriegt's Moos. Sind wir uns einig? Dann sagt er den Kröten schon mal ciao. Abwarten. Also dann. Weil ich ja so fair bin, werde ich dich anfangen lassen. Also Glück ist es nur so ein Spiel, in Anführungsstrichen. Ich meine, gut, beim Boxen war es auch ziemlich knapp. Also. Mal schauen, wie es so läuft. Yeah. Aha. Hm. Oh, wie ich ihn gesnackt habe, Alter. Junge, 10-0, pass auf. Jetzt kommt die große Klatsche, Blamage. Warum spielt er eigentlich immer bei Tyler diese Musik? Ich finde das irgendwie rassistisch. Dann warum kann bei ihm nicht auch eine halbwegs ernsthafte Musik spielen, ja, auch wenn wir Basketball spielen? Wenn das keine Glanzleistung war. Ich fick ihn, Alter. Ich würde auch mehr sagen, aber... Es ist. Vor allem, wenn es so schnell geht, muss man sich halt wirklich konzentrieren. Und beim Boxen habe ich eine Lektion gelernt. Oh. Oh, du hast was gesehen? Die Disziplin wechseln. Wie wäre es vielleicht mit. Schach? Voll mies, Alter. Ich meine, solange ich 10-0 gewinne und das volle Klischee erfülle, dass Schwarze besser Basketball spielen können. Ist alles okay? Ja. Oh. Yeah. Nein, fuck, ah, das war schlecht. Okay, den Punkt werde ich wahrscheinlich verlieren. Jetzt Wechsel, okay. Ich kann immer noch 10-0 gewinnen, glaube ich. Wo? Wo bitte? Wo? Das ist Schwachsinn. Ich werde trotzdem gewinnen, aber... Zack, Snack, du Bob. Gewinne ich halt 10-1, ist mir auch... Wenn du blinzelst, hast du halt schon verloren. Natürlich. Oh, das Ding ist, es kann ewig dauern. Warum hätte nicht bis 5 gereicht? Ich meine, ich werde ihn dann einfach rasieren. Meine Augen brennen langsam. Wenn ich nicht blinzeln darf. Zack, 8. Ganz ehrlich, ich würde mir das als Zuschauer nie antun. Ich verstehe nicht, warum das ins Spiel eingebaut wurde, aber es ist halt wirklich langweilig. Vollkommen übertrieben. Ich meine, wenigstens für die Story relevant, ob ich dieses Basketballspiel gewinne oder nicht. Ach, toll.
Zack, gefegt. Genau, schlag noch den Asphalt und brech dir deine Hand. Du weißer Lauch. Black Power. Zack, dankeschön. Dummes Spiel. Oh, oh. Oh. Ihr beschleunigt, umgeht die Verteidigung und Treffer. Na, wenn das kein Talent ist. 10 zu 1. Hey, für den weißen Bullen schlägst du dich tapfer. Du dich aber auch. Alle Achtung. Wusstest wohl nicht, dass ich Amateurspieler war. Tja, deine Piepen kannst du vergessen. Du bist ein verdammtes Arschloch. Weiß ich. Nice. Deswegen kannst du mich ja so gut leiden. Ja, war absolut unnötig. Ich meine, immerhin haben sie es später besser gemacht. Bei Heavy Rain oder Beyond Two Souls war jede Szene zumindest, also ich meine, man konnte nebenbei viel machen, aber jede Szene war so im Kern irgendwie storyrelevant. Und wenn es nur ein bisschen war, aber nie, nicht, das, nein. Carla von mir aus. Ich meine, es sei denn, es geht später noch um mein Geld, warum auch immer, aber das, nein, das, nee, nicht wirklich. Also ich kann mir schon denken, wie mein Fazit aussehen wird am Ende dieses Spiels. Ich hab schon so eine Vermutung. Abgesehen davon, Polygone. Wow. Polygone. Würde es ja zensieren, wenn es nicht nur Polygone wären. Und auch nicht nur, wie Polygone aussehen würde. Oh, der hat sich schnell abgedrückt und angezogen. Respekt. Da muss das blöde Telefon. Ist hier? Nein. Ich sehe leider auch nicht. Oh. Meine Augen brennen immer noch. Hier vielleicht. Ah, das sieht schon besser aus. Gut, dass jemand so lang klingeln lässt. Bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wachs es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Faxen, wow. Das ist ja... Oldschool. Das wird dann mit dem Smartphone abfotografiert, zack, und rüber. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelte. Wollen wir eine Runde Faxen? Machen? Ach komm, der war doch viel zu offensichtlich. Machen wir uns doch nichts vor. Weißt du noch nicht, was das jetzt sollte, aber bitteschön. Ich würde gerne das Faxgerät benutzen, was da offensichtlich steht. Was ich aber nicht kann, aus irgendwelchen Gründen. Was ist hier? Hallo? Da war gerade was. Ach so, da, okay. Oh Mann, lauter Börsenlisten. Wie man sich dafür bloß interessieren kann. Die... Moment mal, ich hab's! Ich muss sofort Carla anrufen.
Börsenlisten? Wirklich? Wirklich? Wessen Ernst ist das hier eigentlich? Hallo? Es ist eine Börsenliste, Carla. Das Lesezeichen wurde in einer Bank gedruckt. Natürlich! Wie blöd von uns. Wie kamst du da drauf? Ich stieß in der Zeitung auf die Börsennotierungen und ich hatte es direkt vor der Nase. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welche Bank es gedruckt hat. Fax mir mal das Lesezeichen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich rufe gleich zurück. Kann ich es jetzt faxen? Es sieht schon verdächtig aus wie ein Faxgerät, aber vielleicht ist es das auch einfach nicht. Ich kann mir auch erst ein Faxgerät zusammensuchen irgendwo. Oh Mann. Wirklich. Ja, nee, ich sehe nichts. Ich will aber auch gar nichts sehen, weil was sehen? Für Leute, die... keine Ahnung. Die keine alten Damen und Medien sind. Kaffee, wichtig. Abgesehen davon, dass die Kamera immer noch grauenhaft ist. Sehe ich hier auch irgendwie kein Faxgerät. Einfach nur random Türen klopfen ist auch eins meiner Hobbys. Ich weiß nicht, was ich außen soll. Also vielleicht gibt es eine Bonuskarte, aber ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Ja, kann ich aufs Gerät zugreifen, ganz einfach. Weil hier irgendwas getriggert wird. Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Kann ich mir was anziehen? Keine schlechte Idee. Zieh doch irgendwas an, einfach, jetzt komm. So, wer ist das? Ich habe das Gesicht noch nicht gesehen. Also ich meine, ich habe es gesehen, aber ich kenne es nicht, wollte ich sagen. Wo ist die Haustür da hinten? Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Hm. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich such sie. Schmieren, was es wird. Es wird keinen Sinn haben. Ich werde einfach nur mit ihm Wein trinken und fertig. Ohne jeglichen Sinn dahinter. Also storymäßig. Rumlaufen. Wie wär's hier? Sieht nicht nach Weingläsern aus. Ich bin zwar kein Experte jetzt, aber das ist kritisch. Nein. Ja. Nimm's doch, fass sie doch elegant an. Am besten oben am Rand. Mit den alten Fettfingern. Hände waschen ist was für Loser. Kannst du dich hinsetzen? Ja, und jetzt. Langweilt mich jetzt schon. Okay, auf was?
Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Absoluter Schwachsinn. Genau, lass trinken. Der hat bestimmt nichts eingeschmissen. Hast du einen Lover? Vor 2 Wochen habe ich jemanden getroffen. Oh, okay. Er ist ein total netter Kerl. Arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. In einer Bank, aha. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen... Für die sind wir alles, nur nicht normale Leute. Ja, du bist ja auch nicht normal. Und wie geht's dir? Viel zu tun, ha? In der Zeitung lese ich jeden Tag, die Verbrechensrate nehme zu. Immerhin tust du was Nützliches. Von wegen. Weißt du, wenn man seine Runden macht und 10-Jährige sieht, die von was weiß ich high sind und mit Pistolen hantieren, dann fühlt man sich nutzlos. Es treiben sich immer mehr Kinder auf den Straßen rum und wir haben einfach keine konkrete Antwort auf das Problem. Außer dem Gefängnis. Manchmal nimmt's mich total mit und zieht mich runter. Ja. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Ernsthaft? Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Erstens, sehr charmant formuliert. Okay, alter Zigeuner. Zweitens. Und was muss ich nun tun? Nein, nein. Wirklich nicht. Das kann... Ich meine Tarotkarten, komm schon. Ich bin Logiker von Mathematik wegen her. Das widerstrebt also, mir so sehr, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Gut. Und ich bin leider gezwungen, diesen Scheiß zu machen jetzt. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich das nicht mal als Spaßbeschäftigung machen würde. Das ist einfach Schwachsinn. Just a girl with featherweight curls to expose all she knows. Oh, ich bin in 2 Karten. Gelangweilt. Vor allem, was diese Musik jetzt soll dazu. Das ist kein gruseliges Zeug. Ich dreh Karten um. Kann ich die wieder zurückdrehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Wollte ich auch nicht. Ich wollte nur wissen. Dich erwartet eine dunkle Zeit. Eine Flucht. Und große Gefahr. Leg 2 dazu. Das Schöne ist es... Da ist jemand. Ja. Du folgst ihm und er macht dir... Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch 2 Karten. Ich meine, das ist so allgemein formuliert. Die Chance, dass es stimmt, ist einfach hoch genug. Weil es eben nichts Konkretes ist. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Gibt es vielleicht auch positive Karten? So dass du bist 10 Millionen Lotto gewinnen. Komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ich weiß. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch 2 Karten. Das sieht doch jetzt mal positiv aus. Ein Kind. 2 Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes.
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaub eh nicht an solchen Kram. Ja, danke schön. Tja, ich geh dann wieder. Es ist spät. Das waren die schönsten 3 Minuten meines Lebens. Gute Nacht, Carla. Gute Nacht, Tommy. War ein netter Abend. Komm bald mal wieder rüber. Du hast deine Karten vergessen. Versprochen. Du hast deine Karten. Ja, kann ich wohl wegschmeißen. Brauche ich nicht mehr. Was sollte das? Das war so sinnlos. Lass mich raten, ich kann immer noch nichts faxen, weil dieses blöde Gerät hier nicht funktioniert. Oder sollte ich vielleicht... Sollte ich von vorher irgendwo wissen, wo das Faxgerät in diesem Spiel ist? Ich glaube nämlich nicht. Oh, viel Style, Alter. Respekt an meinen Bro. Respekt. Ich kann in diesem Raum nichts machen. Ich kann nichts machen, ole. Wo geht's in diesem verdammten Scheißladen Scheißfaxgerät? Bringen wir es doch einfach auf den Punkt. Was für ein Scheiß geht hier ab? Kamera ist immer noch schlecht. Was kann ich nicht? Warum sollte ich an Türen klopfen wollen? Wo ist denn da der Sinn? Ja, natürlich gähne ich jetzt wieder. Oh Mann. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Versteht's von euch jemand? Weiß ich vielleicht nicht, wie ein Faxgerät aussieht? Kann ja auch sein. Ach nee, warte. Ups, das ist ja Schwachsinn. Ich werde jetzt einfach hier stehen bleiben und wenn ich hier nichts machen kann, wechsle ich sofort rüber. Weil ich immer noch den Sinn nicht verstehe. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Ja, interessant. Funktioniert ja sehr gut. Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Das ist nicht dein Ernst. Schönes Faxgerät, mit dem ich nichts machen kann. Oh, warte, lass mich raten. Ich muss mit ihm erst den Papierschnipsel nehmen. Weil ich ihn noch nicht aufgenommen habe. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe gerade. Ich setze mich einfach mal hin und ich wechsle nochmal. Der ist wandig, seit ist besser sein Rostchicken. Und seit Tag mit the Potatoes. Excellent. Ist wunderbar. Okay. Ist mir egal. Ich werde jetzt zurückwechseln. Und wenn ich hier für immer irgendwie feststecke, war das ja wohl nicht meine Schuld. Ja, habe ich mir gedacht. Okay. Immerhin habe ich es rausgefunden. Das ist ja auch etwas. Ich weiß also doch, wie ein Faxgerät aussieht. Ha! Das Papierstück zittert ganz schön, aber gut. Was ist das jetzt? Ist hier etwas angekommen? Ja! Riesig gestreckt, dass man ja nichts erkennen kann. Sehr geil. Was mache ich jetzt damit? Hallo? Ich hab's. Und jetzt? Soll ich damit am PC was machen? Soll ich damit zu meinem Freund aus der Bank gehen? Das wäre irgendwie das Naheliegendste. Tut mir leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Es geht um eine Untersuchung und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen,
in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen. Mit dem ID-Code der Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Nacht, Carla. Ja, das war easy. Super. Ich rufe Tyler an. Was? Warum? Ich denke... Und warum willst du es... Wollt sie ihm zurückfaxen oder... Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts hier. Bisschen Mucke anmachen. Geil. Wo ist das Telefon? Hier. Die Musik schon vorher anmachen sollen. Ich habe noch nicht dran gedacht. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Wechsel. Auch diese Szenerie finde ich nicht sonderlich... Also sehr spannend. Möchte man ja fast sagen. Abgesehen davon kann ich das Ding bitte nehmen. Den Schnippel. Ich kann mich auch hinsetzen, ist auch cool. Mikrofon wegstoßen ist auch sehr, sehr toll. Licht hat ungefähr nichts gebracht. Das Licht mit Hilfe des linken Analogsticks, okay. Ich glaube, ich hab's. Das... Tyler? Dieses... Rätsel ich hat eine Sekunde Code. Gedauert. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Warum was? Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Nein. Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla. Boah, das war eine gewichtige Entscheidung, die ich mal treffen musste. Ausnahmsweise. Besser als blöde Scheiß-Tarotkarten oder Basketball-Minispiele oder irgendwelche Kack.